Hallo Leute, der Goldzug von Walbschrich. Bei dem Goldzug von Walbschrich, auch Panzerzug oder Nazizug von Walbschrich genannt, soll es sich um einen gepanzerten, seit dem Zweiten Weltkrieg vermissten Sonderzug in einem Stollen nahe der polnischen Stadt Walbschrich, auf Deutsch Waldernburg, handeln, der von Nationalsozialisten geraubtes Gold, Kunstschätze oder Industriematerialien transportiert haben soll. Die Schilderung von dem Goldzug kam erstmals in den 70er Jahren auf. Es gibt weder historische Belege für die Existenz eines solchen Zuges, noch wurden andere Beweise für das Vorhandensein veröffentlicht. Breite internationale Medienaufmerksamkeit erfuhr die Schilderung über den Goldzug 2015, als zwei Hobbyforscher ihn entdeckt zu haben glaubten, und 2016, als nach ihm gegraben wurde. Ende August 2016 wurde die Suche abgebrochen. Walbschrich befindet sich in der Woiwodschaft Niederschlesien. Nördlich der Stadt liegt das größte Schloss Schlesiens, das Schloss Gschiasch, früher Schloss Fürstenstein. Die Nationalsozialisten errichteten während des Zweiten Weltkriegs Tunnelsysteme unterhalb des Schlosses und umliegender Berge, die zum Projekt Riese gehörten. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges sollen Nationalsozialisten in führender Position von Breslau einen Zug Richtung Südwesten auf die Strecke geschickt haben. Der Zug soll mit rund 300 Tonnen Gold, Kunstwerken und Schmuck beladen gewesen sein. In der Nähe von Waldenburg, dem heutigen Walbschrich, sei der Zug in einen unterirdischen Stollen der Gegend verschwunden, der zum Projekt Riese gehörte. Ein Pole und ein Deutscher wollen einen 120 bis 150 Meter langen Panzerzug bei Walbschrich gefunden haben, berichtete auch der Spiegel Ende August 2015. Bei den beiden handelte es sich um Piotr Kopper und Andreas Richter. Sie beanspruchen über ihren Anwalt 10% des Wertes als Finderlohn. In der Nähe von Streckenkilometer 65 der Bahnstrecke Breslau-Walbschrich sollte der Goldzug in 70 Metern Tiefe liegen. Polens stellvertretender Kulturminister hatte 2015 als ursprüngliche Quelle dieser Information einen Mann genannt, der an seinem Sterbebett erzählt haben soll, er habe geholfen, den Zug zu verstecken. Behörden aber warnten Schatzsucher vor möglichen Minen in den unterirdischen Tunneln und die Polizei sicherte die Gegend. Wir betrachten diesen angeblichen Fund mit höchster Vorsicht. Wir wissen sehr gut, dass es im Lauf der letzten Jahrzehnte sehr, sehr viele solche Informationen gab. Sie haben sich fast nie und wenn überhaupt, dann äußerst selten bestätigt, sagte der Bürgermeister von Walbschrich, Roman Zielemek. Das Interesse in der Szene der Schatzsucher war nach Bekanntwerden der konkreten Vermutungen auch international groß. Die Stadt traf aber Vorkehrungen, dass an der vermeintlichen Fundstelle keine weiteren Grabungen durchgeführt werden dürfen. In der Nacht zum Montag, dem 31. August 2015, gab es in der Nähe der Fundstelle einen Waldbrand, bei dem 200 Quadratmeter Wald vernichtet wurden. Piotr Zuchowski äußerte sich bei der Präsentation eines Georadarbilds zu 99% sicher zu sein, dass in der Gegend tatsächlich ein gepanzerter Zug gefunden werde. Die polnische Kulturministerin bestätigte, die Wahrscheinlichkeit, dass da etwas sehr Großes ist sehr groß. Im September 2015 wurde diese Abbildung aber als Fälschung entlarmt. Thomas Smolarz, der Leiter der Bezirksregierung in Breslau, meldete Zweifel an der Existenz des Fundes an und dementierte die Existenz von Georadaraufnahmen. Wir können nicht sicher sagen, dass der sogenannte Goldzug sich in der Umgebung befindet. Die Dokumente, die der Bürgermeister von den angeblichen Findern des deutschen Panzerzugs erhalten habe, enthielten keine Georadaraufnahmen. Alle Informationen stützen sich auf eine Mitteilung von ein paar Seiten und eine unleserliche Karte. Im September 2015 sagte der polnische Verteidigungsminister technische Hilfe bei der Suche nach dem vermuteten Panzerzug mittels Bodenradar zu. Anfang September 2015 gaben Kopper und Richter zu, dass es sich bei der Georadaraufnahme nur um ein Beispielbild handle. Um weitere Untersuchungen mittels Bodenradar anstellen zu können, wurde von der polnischen Eisenbahn ein Waldstück gerodet und parallel dazu vom polnischen Militär der Boden auf Munitionsreste und Sprengstoffe untersucht. Bei weiteren Untersuchungen durch Mitarbeiter der Bergbauakademie Krakau Ende 2015 wurden keine Belege für die Existenz eines Zuges gefunden. Jedoch halten die polnischen Wissenschaftler nach Analyse der neuen Daten das Vorhandensein eines Tunnels für möglich. Anfang Juni 2016 gaben Piotr Kopper und Andreas Richter an, dass sie nun alle Genehmigungen der lokalen Behörden, der Eisenbahngesellschaft und auch des Denkmalamtes hätten und im Juli mit Probebohrungen beginnen könnten. Diesen sollte im Fall eines Fundes Grabungen folgen. Tatsächlich begannen die Grabungsarbeiten am 16. August 2016,
die mit 125.000 Euro finanziert wurden. Am 25. August 2016 wurde bekannt, dass die Suchgrabung an der Grabungsstelle erfolglos war und aufgegeben wurde. Anfang Dezember 2016 wurde von den Unternehmen die Absicht erklärt, eine Stiftung zu gründen, Geld zu sammeln, um nochmals im Jahr 2017 Bohrungen bis in 20 Meter Tiefe durchzuführen. Lassen wir uns überraschen, ob wir doch noch einen überraschenden Goldfund haben werden.